Fasse folgenden Term so weit wie möglich zusammen. 8x hoch 2y hoch 2 plus, Klammer auf, minus 3x, Klammer zu, hoch 2, minus, Klammer auf, 2xy, Klammer zu, hoch 2. Beim Terme zusammenfassen müssen wir immer auf die Rechenregeln Acht geben, und zwar in folgender Reihenfolge. Erstens, Klammern auflösen. Zweitens, Potenzen berechnen oder vereinfachen, also die Hochzahlen. Drittens, Punktrechnungen durchführen, mal oder geteilt. Und viertens, die Strichrechnung durchführen, das wäre Plus oder Minus. Wir schauen uns unseren Term also an und gehen diese Punkte nacheinander durch. Also Schritt 1, Klammern auflösen. Wir sehen in unserem Term, wir haben hier zwei Klammern drin. Also müssen wir zuerst, bevor wir irgendwas zusammenfassen können, diese Klammern auflösen. Je nachdem, wie der Term aufgebaut ist, werden die Klammern auch unterschiedlich aufgelöst. Dafür hilft uns aber auch unsere Liste nochmal hier drüben, weil es eben verschiedene Arten von Klammern gibt. Zuerst schauen wir nach, ist die Klammer mit einer Hochzahl versehen? Also hier haben wir unsere erste Klammer und wir sehen dahinter kommt ein hoch 2. Also wird diese Klammer hier über das Potenzgesetz oder die Potenzrechnung gelöst. Bei der zweiten Klammer sehen wir auch, hinter der Klammer kommt eine hoch 2. Also wird hier ebenfalls die Potenzrechnung angesetzt. So, führen wir das gleich mal durch. Alles, was nichts mit der Klammer zu tun hat, also zum Beispiel jetzt hier die 8x hoch 2y hoch 2, die schreiben wir einfach mal ab. Die verändern sich gar nicht und mit denen machen wir auch noch gar nichts. So, jetzt gehen wir an die erste Klammer. Steht eine Hochzahl hinter der Klammer, heißt es, diese Hochzahl gilt für alle Elemente in der Klammer. Also einmal für das minus 3 und einmal für das x. So, das müssen wir noch einfach ausrechnen. Minus 3 hoch 2 ergibt plus 9. Weil, als Beispiel, minus 3 hoch 2 ist ja nichts anderes als minus 3 mal minus 3. Minus mal minus ist plus und 3 mal 3 ist 9. So, weiter geht's. Das hoch 2 geht ja auch mit das x, also x hoch 2. Ja, und das schreiben wir einfach hin. Bei der Variable können wir sonst nichts vereinfachen und auch nichts berechnen. So, jetzt sehen wir, dieses hoch 2 gilt jetzt nur für 2xy. Das heißt, dieses Minus können wir einfach mal davor schreiben. Mit dem passiert nichts. Jetzt gilt wieder, dieses hoch 2 gilt für jedes Element in der Klammer einmal. Also 2 hoch 2, x hoch 2 und y hoch 2. 2 hoch 2 sind 4. X hoch 2 schreiben wir einfach ab und y hoch 2 schreiben wir ebenfalls einmal ab. In diesem Schritt haben wir jetzt also alle Klammern aufgelöst. Das heißt, wir müssen uns gar nicht mehr weiter überlegen, wie man weitere Klammern auflösen kann. Schritt 1 erledigt. So, gehen wir weiter. Gibt es noch weitere Potenzen, die man berechnen kann? Ja, die einzigsten Hochzahlen stehen jetzt über den Variablen, aber die lassen sich nicht weiter vereinfachen. Also auch dieser Punkt ist erledigt. Schritt 3 gibt es irgendwelche Punktrechnungen, also mal oder geteilt. Sehen wir auch, hier steht nirgendwo ein Malzeichen, auch kein Geteiltzeichen. Also können wir diesen Punkt auch überspringen. Und zum Schluss müssen wir noch die Strichrechnung beachten. Aufpassen, bei Addition und Subtraktion mit Variablen gilt, dass nur gleichartige Terme addiert oder subtrahiert werden dürfen. Gleichartige Terme heißt, die Variablen müssen gleich sein oder identisch sein. So, schauen wir uns mal unseren Term an. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Da haben wir 8 und die Variablen heißen jetzt x², y². Also das ist vom ersten Teil ja, der Variablenteil. So, beim zweiten Teil steht nur ein x². Es fehlt das y², also sind diese beiden nicht gleich. Diese beiden dürfen wir also nicht zusammenrechnen. Auch wenn hier ein x² drin ist und hier nicht, hier fehlt das y². So, den können wir jetzt nicht rechnen.
Aber beim letzten sehen wir, aha, hier haben wir ein x-Quadrat, y-Quadrat und hier auch. Wir haben also die gleichen Variablen. Damit darf der Teil und der Teil zusammengerechnet werden. So, im letzten Schritt machen wir das noch. Wir zählen einfach die Zahlfaktoren zusammen. Also 8 minus 4 sind 4. Und jetzt der Variablenteil, der bleibt gleich. Der verändert sich nicht bei Addition oder Subtraktion. So, und den letzten Teil, den schreiben wir einfach noch ab. Plus 9x². So, überprüfen wir nochmal. Wir sehen ja sofort, hier haben wir x², y², hier haben wir nur x², also die Variablen sind nicht gleich. Damit können wir diesen Term nicht mehr weiter zusammenfassen. Und wir sind fertig.